Lieber Herr Professor Zernikow, meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr gerne wäre ich heute persönlich bei Ihrem Jubiläum dabei gewesen. Leider befinden wir uns aber alle in einer außergewöhnlichen Zeit. Die Corona-Krise hält uns von vielem ab. Dennoch möchte ich auf diesem Weg die Gelegenheit nutzen, Ihnen, lieber Herr Professor Zernikow, und dem gesamten Team des Kinderpalliativzentrums Datteln für Ihre lebensbejahende und wunderbare Arbeit zu danken. Seit 10 Jahren leisten Sie Bemerkenswertes, oft unter den traurigsten und schwersten Umständen, die ich mir vorstellen kann. Sie kümmern sich liebevoll um unheilbar erkrankte Kinder und ihre Familien. Sie schreiben es selbst auf Ihrer Homepage: Als das Kinderpalliativzentrum Datteln vor mehr als einer Dekade aus der Taufe gehoben wurde, gab es keine Vorbilder, an denen Sie sich orientieren konnten. Sie waren mit dieser Idee deutschlandweit Vorreiter. Und wenn ich mir vor Augen führe, was Sie in dieser Zeit hier erreicht haben, kann ich nur sagen, Sie sind selbst zum Vorbild geworden. Mit Ihrem Engagement helfen Sie dabei, die letzte Lebensphase der jungen Patientinnen und Patienten mit Freude und Geborgenheit zu erfüllen. Neben den medizinischen Notwendigkeiten ist dies eines der wichtigsten Dinge, die Sie den betroffenen Familien in dieser schweren Zeit zugutekommen lassen können. Als ich vor 10 Jahren mit Ihnen gemeinsam dieses Zentrum eröffnete, begann ich meine Ansprache mit der Aussage: Palliativmedizin ist aktive Lebenshilfe, denn sie gibt den verbleibenden Tagen Leben. Nichts Geringeres als diese Worte mit Leben zu erfüllen, haben Sie hier in Datteln in den letzten 10 Jahren getan. Im Namen der Deutschen Krebshilfe möchte ich Ihnen dafür nochmals ganz herzlich danken. Das Kinderpalliativzentrum in Datteln seinerzeit mit auf den Weg zu bringen, war uns als Deutsche Krebshilfe ein Herzensanliegen und unsere damalige Förderung mit 1,5 Millionen Euro eine ausgesprochen wichtige und sinnvolle Investition. Auch in Zukunft wünsche ich Ihnen für Ihre unverzichtbare Arbeit viel Kraft und alles Gute.